Ja, hier sind noch 6 Stück drin. Jo, aber ich will noch selber welche bei mir am Mann haben. Es ist Achso, ich hab jetzt Notration. keine. Achso. Überleg doch mal, wenn wir dann unterwegs sind. Hast du eigentlich ist mein ganzer Strom eigentlich schon, meine ganzen Strompacks eigentlich schon fertig, die ich angefangen habe? 17 Stück sind drin. Okay. Kann ich ja mal mitnehmen. Obwohl, lass ich für dich kommen. Was wollte ich denn? Verdampferladung. Eins, Ja gut, was heißt für mich, die sind eh zwei. für Dings. Jetzt alles fürs große Raumschiff. Ja, noch mehr Kugeln. Aber zum Glück habe ich hier so eine Landeplatte gemacht, ne? Alter, ist das Ding riesig. Und es passt aber auch genau, ne? Hat's der ja so gemacht, ne? Ja, aber ich meine nur, der rote Rahmen ist wirklich knapp auf knapp, ne? Besser als gar nicht. So, ich muss mal Heftig. kurz gucken, wie viel Sp Ich meine, wir können auch nicht den ganzen Sprit mitnehmen. Na, da ist jemand Ausdauer leer. Ich bin auch gleich essensleer, fällt mir gerade auf. Jetzt mal kurz was essen. Mal kurz was zwischen die Kiemen schieben. So, was habe ich jetzt überhaupt alles dabei, was ich hier noch habe? Ah, So, Essen ist wieder fertig. Okay, gut. Kraftstoff ohne Ende. Ich hoffe, das Ding verbraucht nicht so viel. Wir sollten sicherheitshalber ein bisschen Also, Promethium mitnehmen. ich hätte es jetzt echt noch mal vorher machen sollen. Ich hätte mir die Nebel- und B-Fregatte schon mal runterladen sollen. Vom Steam Workshop. Ja, weil, überleg mal, das ist jetzt so ein kleines Ding. Wie groß ist dein Sternzerstörer? Ich will gar nicht wissen, was der Und. an Ressourcen braucht dann auch. Oder die Nebel- und B-Fregatte? Weiß nur gerade nicht, welche das ist, aber egal. Das ist die, die so ein langes Ding nach unten hat. Ja, Mahlzeit. So, was wollte ich denn jetzt überhaupt? Ob das physikalisch überhaupt dann auf dem Planeten stehen kann, sei mal dahingestellt. Du, was hatte ich denn gerade vor? Ich hab's schon wieder vergessen, verdammt. Den Warpkern einbauen? Ach nee. Ja, der ist ja alles noch nicht fertig, weil du hier Munition baust ohne Ende. Aber ich wollte uns noch ein bisschen Promethium Achso. mitnehmen, damit wir eventuell Energie noch nachbauen können. nachbauen oder nachproduzieren können. Eben. Haben wir wenigstens das Mobil immer mit dabei. Obwohl wir jetzt mittlerweile, was weiß ich, wie viel Promethium, nee, Energiezellen hier reingeklatscht haben. Ja, okay, kannst du mal gucken, wie lange das hält, hä? Warte mal, wo habe ich denn hier Promethium? Pellets, gut. Da können wir genug mit basteln. Sauerstoff, hast du das schon geholt? Ohne Ende. Ich habe hier fast 150 Flaschen drin. Okay, gut. Ist auch safe, passt. Ja, vielleicht bin ich mit dem Gut. Raumschiff vielleicht doch ein bisschen angeeckt, sehe ich gerade. Oder es war der Corti. Kann auch sein. Das ist der Corti gerade bei der Landung. Alter. Und, wie lange braucht es? Strom für 10 Minuten. Ernsthaft? Ja. Hm. Ich glaube, wir sollten noch mal ein paar Kraftstoffzellen Großpromethium machen. Obwohl ich sehe gerade, so viel haben wir ja gar nicht drin. Du brauchst Strom ohne Ende, du. Wie viel 30 mm Kugeln mache ich denn jetzt hier gerade? Ich habe keine Ahnung, wie viel du jetzt insgesamt schon gebastelt hast. Hier sind die ersten 250, 275. Ach, holst du immer wieder raus, kann das sein? Ja, Hast schon. ja. Ach so. Wir haben schon, ach, keine Ahnung, 700 noch, was waren vorhin drin? Oh Gott, ich habe jetzt nochmal welche. Ich glaube, wir müssen da echt noch ein bisschen was für die Energie holen. Das ist ja heftig. Wo ist denn die Munitionskiste? Wo ist denn die? Wo ist denn die? Mal gucken, Frachtbox. ob der wirklich andockt. Konstruktor. Angedockt, nein. Brauchst du nicht noch eine Andockstation? Angedockt, ja. Cool. Echt? Jo, unser Raumschiff steht jetzt hier oben drauf und es steht angedockt.
Das wäre top. Einzige Problem ist, wir kommen hier oben nur nicht hin, glaube ich, oder? Doch, ich komme hier hin. Ach doch, würde sogar passen. Wo steht denn angedockt? Angedockt, ja. Ah, da rechts unten, neben der Entfernung, okay. Das ist natürlich dann geil. Dann können wir die Raketen dann auch gleich mitnehmen. Hast du es schon befüllt mit Raketen wieder? Ein paar sind drin, 25 habe ich noch im Inventar. Wunderbar. Und ich sag dir ganz ehrlich, hier sind jetzt noch so viel Schuss drin, ich lass die jetzt mal. Ne, ich will endlich diesen scheiß Warpcan einbauen. Ja. Und wenn wir dabei sind, können wir eigentlich Kraftstoffzelle groß. Die habe ich noch gar nicht gelernt. Ha, 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 ha. Wo ist denn die Tools? Ich kann die, aber das wollte ich ja gerade bauen. Ich kann die bauen, bloß dafür brauche ich erstmal die Pellets. So, gleich ist ein Warp-Antrieb fertig. In 3, 2, 1 ist fertig. Okay, warte, ich bastel mal rein. Warte, ich lass dich rein. Oder willst du den einbauen? Ne, mach du mal. Wo ist er denn jetzt? Hier sind schon viele. Ja. Ja, jetzt will ich erstmal gucken, wie groß der ist. Ach du Scheiße. Was ist er denn? Ich weiß nicht, siehst du das gerade? Nee. Nee. Dann gib ihn mir mal. Komm, schmeiß mal hin, ich nehme ihn. Weil ich glaube, der. Ablegen. Na, gucken wir mal, wie groß der ist. Wird ein bisschen eng innen drin, oder? Hoffen wir mal, dass unseren Warp-Kern da nicht zerstören. Muss ich gerade sagen, ich würde höchstens hier unten. Dafür müssen wir einmal hochfliegen, Alter. Und dann können wir nicht darauf landen. Was? Ist der so breit? Sonst hätte ich jetzt gesagt, hier unten drin klatsche und noch ein bisschen Blöcke drumherum. Oder oben drauf und ein paar Blöcke drumherum. Aber der darf halt nicht so einfach zum Ziel werden, ne? Ja, Alter. Und hier drin, glaube ich, wird er nirgends reinpassen. Ey, ich sehe nichts. So. Ich habe gerade nichts gesehen, darum. Der ist so riesig. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr oben drauf. Ah, hier kriege ich ihn hin. Also, Kotti, hier könnte ich ihn hinbauen. Wo bist du? Auch hier oben? Warte mal. Wir haben jetzt 1750 Schuss für das Raumschiff, ne? Ja. Dürfte erstmal lang. Okay. Ja, mal gucken, ob ich hier irgendwie hochkomme. Oh, hier bist du nur hier hochgekommen. Ja, genau an der Schräge. Von dem Eingang. Ah, jetzt ja. Genau. Warte, ich gib's dir mal. Ablegen. Da ist es. Viel Spaß beim Platzieren. Hä? Wo soll ich denn jetzt? Na, guck doch einfach mal. Alter, weißt du, was wir da ausbauen müssen? Um den zu schützen? Ja, der ist ein bisschen. Ja, das ist eine Nummer. Aber Optik schön und gut, ne? Also wir müssen. Geht ja nicht anders, sonst kommen wir ja nicht weiter. Wir brauchen ja eh noch Energiezellen, dann. Irgendwo muss er ja hin, ne? Hol ich. Oh. Kriegt man hier echt Fallschaden? Ups. Wo war denn das? Welchem Spiel kriegt man denn keinen Fallschaden? Okay, gut, dann hole ich mal das Eisen, die Eisenbarren hier raus. Nee, du, hier drin kannst du knicken. Ja, ich, hallo, hast du jetzt ernsthaft gedacht, das war da drin? Wenn ich ja wüsste, was hier hinten noch ist, kann ich hier hinten noch was rauskloppen aus der Wand? Nee. Warte mal, was ist denn da hinten? Da kann doch nicht so viel nichts sein, dass... Wir haben nicht so viele Blöcke, die wir ersetzen können. Hallo, kann doch da, ne? Entsprechend, ich habe doch hier einen Konstruktor drin, hm?
Mal, kann ich den noch irgendwie drehen? So. Wie lange hält denn hier der Strom jetzt noch? Strom für eine Stunde 49. Wow. Wo hast du denn die 10 Minuten, ja? Stand da eben. Boah, ich geh mal in den Sitz. Hier unten passt der nicht mal. Oh, ich sehe jetzt, was du meinst. Du sollst nicht zünden. Hat er jetzt echt gezündet? Ich glaube nicht, dass hinten an ist, oder? Hm? So, gut, ich kann jetzt hier Blöcke bauen. Wie viele Blöcke wollen wir aber haben? Boah, wir können hier oben nicht so ein riesen Ding drauf kleben. Müssen wir aber. Kotti, wir wollen heute noch irgendwann dahin, oder? Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde und 17 Minuten damit verbracht. Auf das zu warten, ja. Soll ich das Ding jetzt einfach mal hier oben drauf setzen schon mal? Ja. Und wir basteln einfach dann mal. Genau, wir basteln was drumherum. Ach du Scheiße. Da wünsche ich dir viel Spaß. So, welcher Knopf war für einen Warp-Sprung? Ja, du mich auch. Ich will das mal testen jetzt. Lass das doch erstmal. Lass uns doch erstmal hier das drumherum bauen, ey. Ich will das endlich abheben mit dem Teil. Ja, ach, dann helft doch mal mit, dass wir das hier endlich ordentlich hier verpacken. Ja, warte mal, dafür brauchen wir. Baust du hier schon? Ja. Jo, tatsächlich, da sind welche. Alter, dafür brauchen wir massig. Du kannst noch ein paar mehr Stahlplatten bauen und so weiter. Rein? Nee. Mit dem selber machen kann man zum Glück nichts. Hm? Warum hast du den jetzt ausgemacht? Strom sparen? Strom sparen, ich gebe dir gleich Strom sparen. Warum will der. So, jetzt. Lass mich mal wieder hier hin. Was, baust du gerade um oder was? Jo, du nicht? Doch, ich hole gerade wieder Blöcke. Energie. Ich sehe nur, wie der Kort hier baut. Ja? Ach so. So. Designtechnisch ist das jetzt nicht das Schönste, du, aber... Geht es hier um den Schönheitspreis, oder... Geht es hier darum, unseren Arsch zu retten? Lass mich so ausdrücken. Hey, wir haben einen Warpkern! Ja, und den beschützen wir gerade. So. So, solange die jetzt nicht so ganz anfangen hier wie bei Star Trek mit Warpkernbruch und so einem Scheiß, bin ich zufrieden. Jetzt haben wir erstmal eine halbe Seite komplett safe, aber... Wenn, dann macht sie mich kräftig bumm. Okay, wir brauchen noch Platten. Ja, achso, machst du gerade. Gut, dann kümmere ich mich weiter um den Treibstoff drüben, ne? Okay, ich habe noch 7 Blöcke, die verteile ich mal irgendwie. Alter, es ist so heftig. Hallo, Pox! Wie oft noch? War der nicht vorhin schon mal da? Ja. So. Mal gucken, ob das reicht. Haben wir hier keine Blöcke mehr drin? Nee. Gar keine mehr. Ja, ganz geil. Bist du gerade runtergefallen? Ja. War richtig. Aber am besten noch gestorben dabei, hä? Nee. Also wenn du die Blöcke da vor dir hast, siehst du nicht, was abgeht. Hey, ich kann dir was sagen. Von hinten sieht es jedenfalls nicht ganz so schlimm aus. Es hat halt eine leichte Kuppel, ne? Oder nennen wir es Buckel. Du könntest sogar noch eine Kuppel daraus basteln, wenn du wollen würdest.